Ein herzliches Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator 2022 hier bei mir auf dem Kanal. Für die Leute, die den ersten Livestream hier auf dem Kanal gesehen haben, da haben wir den Hof gestartet, ist ja in dieser Playlist verlinkt. Link zu der Playlist findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer bei meinen Videos. Und ja, wir haben im Livestream auf Twitch fleißig weitergespielt. Und das große Ziel in der Folge, beziehungsweise in den letzten Livestreams, muss man schon sagen, es waren insgesamt 6-7 Stunden, die wir im Livestream gezockt haben, war der erste Kuhstall. Und da mussten wir natürlich einiges vorbereiten für die ganze Geschichte. Den Hof kennt er ja mittlerweile, ne? Wir haben Gewächshäuser, aber eben Tiere haben wir noch keine, außer Hühner. Hühner haben wir, da sind wir schon fleißig am Eier verkaufen und die bringen auch richtig fett Geld. Aber Kühe haben wir noch keine und ich habe jetzt hier erstmal angefangen, so ein kleines bisschen den Hof ein bisschen zu erneuern, weil die Anordnung der Hallen und so weiter hat mir nicht so wirklich gefallen. Und da haben wir erstmal neue Hallen gesetzt und haben richtig Geld investiert. Ich glaube, im ersten Livestream waren es so um die 700.000 Euro, die wir investiert haben in neue Hallen, in neue Gebäude, in neue Geräte vor allen Dingen. Und im zweiten Livestream haben wir auch nochmal richtig investiert. Das wird dann aber alles hier in der Folge zu sehen sein. Ich habe das mal ein bisschen anders gemacht. Wie gesagt, ich möchte gern hier auf dem Kanal auch mal so ein bisschen mehr so Highlight-Videos oder Zusammenfassungen zeigen und da ein bisschen Videos zusammenschneiden. Ist jetzt so mein erster Versuch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob die Art Videos euch so gefallen. Und ich bin da, ja, blutiger Anfänger würde ich nicht mehr sagen, aber ich bin da immer noch, muss immer noch ein bisschen lernen, was so das Schneiden der Videos angeht. Aber ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Lasst gerne einen Daumen da. Und in dem Video werdet ihr so sehen, teilweise so Off-Einsprachen, wie das jetzt hier der Fall ist. Dann werden aber auch Phasen dabei sein aus dem Livestream, die ich reingeschnitten habe. Da bin ich auch noch so ein bisschen am Rumprobieren, wie ich die Sachen am besten aufnehme, sodass man dann im Anschluss ja eben hier so ein schickes Video zusammenschneiden kann für euch. Wie oft jetzt hier eine Folge zum Landwirtschaftssimulator kommt, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal sehen. Also momentan habe ich sehr, sehr viel Spaß an dem Spiel und wir zocken es auch regelmäßig im Livestream. Wer da mal vorbeischauen will auf Twitch, Link findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Und ist jetzt das große Ziel erstmal, die Kühe an den Hof zu holen und dafür brauchen wir natürlich, mussten wir ordentlich investieren, wir brauchen natürlich Futter für die Kühe und so weiter. Dann wird es in dem Video noch so ein kleines bisschen Erntearbeit geben. Die Hühner brauchen natürlich auch Futter, da haben wir Gerste auf unseren Feldern angebaut und das ernten wir noch fleißig ab. Und auf alle Fälle wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich möchte das jetzt auch gar nicht so voll quatschen, sondern ihr seht ja hier, wir haben hier den Hof mal komplett erneuert. Ich habe mal den Belag neu gemacht. Diese Insel hier, die ihr seht, die wollte ich eigentlich wegmachen. Dann ist mir eingefallen, hoppla, man kann die Bäume gar nicht wirklich wegmachen. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Also musste ich diese grüne Insel, musste ich dann in die Mitte des Hofs lassen. Ich hätte sie gerne weggehabt, weil dann hätten wir noch ein bisschen Platz gehabt für Hallen und so weiter. So musste man dann immer so ein bisschen schauen, dass das alles passt und dass das dass da nichts im Weg steht, weil ich arbeite ja im Landwirtschaftssimulator auch mit Autodrive, das heißt, da muss man dann, da hat man ja so gewisse Wege, die Fahrzeuge nehmen können und da muss man immer gucken, wo man was hinstellt, dass das nicht irgendwo im Weg steht, weil sonst kleben die Fahrzeuge an den Gebäuden, das wollen wir dann auch nicht und es ist auch schon ein bisschen Arbeit, diese ganzen Wege einzuzeichnen, sage ich mal. Das nimmt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch. Ich habe hier auch mal so geschaut, es gibt so viele Sachen. Ich habe auch so viele Mods installiert, die man hier einfügen könnte in die Geschichte zum Dekorieren. Und ich glaube aber, das ist eher abgezielt auf Gestaltung von Maps und so weiter. Allerdings kann man sich hier den Hof richtig, richtig schön machen, so mit Parkplätzen und Ladestationen und so weiter. Und da habe ich einfach mal so ein kleines bisschen rumprobiert und habe mir die Sachen mal angeschaut, dass man hier, mal sieht, was man überhaupt alles so machen kann. Ihr habt gesehen, die Folge heißt Vom Bauer zum Manager. Das Ganze ist deswegen Vom Bauer zum Manager, weil ich eben, wie eben angesprochen, schon mit diesen ganzen Mods wie Autodrive, mit Kursplay und so weiter arbeite. Viele Leute werden schon wissen, was das ist. Für die Leute, die es nicht wissen, ganz kurz zur Erklärung. Autodrive und Kursplay sind quasi Mods, die man installieren kann, sodass man die Fahrzeuge autark fahren lassen kann, sodass das Helfer übernehmen und dann auch genau dahin fahren, wo man hin möchte. Man erstellt dann zum Beispiel für Felder, erstellt man dann gewisse Kurse für die in der Arbeitsbreite der einzelnen Geräte und die ernten dann oder sehen oder machen sonst irgendwas völlig automatisch auf dem Feld. Mit Autodrive fährt man eben Kurse ein, damit die Fahrzeuge dann auch auf den Straßen und so weiter fahren oder sich autark auf dem Hof bewegen. Das heißt, man kann den Fahrzeugen dann Informationen geben und sagen, hier fahr auf Parkplatz A, B, C oder fahr an Gebäude A, B, C
und dann gibt man das ein und dann machen das die Fahrzeuge automatisch. Das ist sehr, sehr geil und deswegen fühlt sich das immer mehr an wie so ein bisschen Managen in dem Spiel. Deshalb macht es mir wahrscheinlich auch so enorm Spaß. Und das ist so die Geschichte, die hier läuft. Für alle Leute, die das jetzt nicht kennen, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Und nur nochmal kurz zur Erklärung. Wie gesagt, wir stellen hier jetzt mal noch ein paar neue Gebäude auf, parken da unsere Fahrzeuge und dann werdet ihr in der Folge noch ein bisschen Lohnarbeit sehen, die wir gemacht haben. Wir werden anfangen zu ernten und so weiter. Und das alles in dieser Folge drin. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was ihr sagt zu dieser Art Video. Ich möchte es gerne so beibehalten. Wie gesagt, Landwirtschaftssimulator ist schon sehr langwierig. Das würde ich gerne beibehalten, dass wir das im Stream weiterspielen. Und ich euch dann jeweils hier so ein schickes Highlight-Video mache, dass ihr sehen könnt, wie der Fortschritt ist, was wir alles gerade gebaut haben, wo wir dran sind und so weiter. Also ihr werdet in der Folge noch sehen, wir holen uns den ersten Kuhstall und bereiten uns quasi auf den Einzug der Kühe vor. Im zweiten Livestream haben wir dann Kühe auch tatsächlich geholt. Das habe ich jetzt hier in die Folge nicht reingepackt, sondern das wird es dann in der nächsten Folge geben, wenn wir dann auch dabei sind, Heu zu machen, Stroh zu machen, eventuell Silage. Also da ist schon einiges am Tun auf dem Hof vom Kalle. Also liebe Leute, ich lasse euch mal alleine, wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich melde mich gegen Ende nochmal. Aha. Irgendwie liegt das, scheint es an dem LKW. Junge, gib Gas, was ist los? Aber auf jeden Fall sieht der LKW innen drin mega geil aus. Wow, das Geruckel geht mir auf den Sack. Guck mal. Ja, das ist, irgendwie hat das mit dem LKW zu tun. Ja, guck mal. Mega gut, da ist voll Platz drin in dem Ding. Wir machen hier mal auf. Ja. Einmal abladen, bitte. Wie kriege ich denn die jetzt raus, ohne das? Hier, lecker Salat. Warte mal, Leute, wir müssen hier mal anders ranfahren. Hat sonst keinen Sinn. Was haben wir denn verkauft? Achso, wir sind da eben gerade drüber gefahren, okay. So, wie drehe ich denn jetzt hier am geschicktesten, dass wir hier auch richtig rum reinfahren? Warte mal. Uff. Nein, ich verliere die Ladung! Du meine, Alter. Eine Bauerkalle wieder. Alter, jetzt guckt euch mal an, wie ich das Ding hier rumgelenkt habe, oder? Ne, I. Zack. Ach, dann jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Huh. 79.000. So, den Rest auch noch. Lass mal gucken. Oh, nur den könnten wir uns holen. Den Futtermischwagen. Nicht Silage, Heu, Mineralfutter und Stroh zu TMR. Also eine totale Mischration. Das brauchen halt die Kühe. Leute, wir kaufen uns auf jeden Fall schon mal diesen Futtermischwagen. Das ist ja nicht verkehrt, wenn wir eh auf Kühe gehen wollen. Der ist gerade voll runtergesetzt.
Den haben wir uns gegönnt. Erste. Hau mal rein da, das Zeug. Der macht ja auch nichts anderes wie mischen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt nicht gleich einen mit Mischroboter kaufen. Das ist nämlich, der kostet fast 1 Million. So, einmal Futter für die Hühner. Okay, Leute, ich glaube, wir werden noch das ein oder andere Feld kaufen müssen. Wir brauchen definitiv mehr Gerste. Gut, wir könnten jetzt Sonnenblumen, aber die können wir so nicht ernten. Hafer könnten wir noch. Zuckerrüben. Ich bin halt echt, aber das Silage machen ist halt echt aufwendig, ne? Welche Felder könnten wir uns denn noch leisten? Ich meine, da können wir ja eins nach dem anderen machen. Das gehört uns, also das gehört uns. Feld Nummer 3 gehört uns, das und das. So, was ist denn mit Feld 1? Also jetzt sitze ich direkt davor, ne? Ne, ihr seht's. 492.000. Ah, Leute, nee, wartet mal. Ich hab doch eine Mod drauf, da kann ich mir Felder auch pachten. Da muss ich gar nicht kaufen, das fällt mir eben ein. Felder pachten. 5.000, da würde ich fast Feld 12 nehmen. So, wir haben Feld 12 gepachtet. So, am Ende haben wir uns dann doch dazu entschieden, nicht Feld 12 zu pachten, sondern Feld 11 zu kaufen. Irgendwie hat das mit dem Pachten nicht hingehauen. Ich glaube, das lag aber ja, an meiner Unfähigkeit. Deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, nochmal ein bisschen Geld zu investieren. Und wir haben Feld 11 gekauft. Was wir jetzt hier gerade machen, ist Gras aussehen. Denn wie eingangs erwähnt, wir wollen ja Kühe haben und Kühe fressen Gras und beziehungsweise Silage. Und für alles braucht man Gras. Deswegen haben wir dann hier Feld 11 erstmal zum Grasfeld gemacht. Ihr seht, es liegen auch ganz, ganz viele Steine hier auf dem Feld rum. Was natürlich nicht ganz so pralle ist. Da müssen wir unbedingt mal mit so einem Steinsammler drüber, aber ja, der kostet auch wieder eine ganze Menge Geld. Noch haben wir 513.000 hier in der Aufnahme, ändert sich aber ganz schnell, wenn wir den Kuhstall und so weiter gebaut haben. Dann ist da nicht mehr viel übrig und wir müssen erstmal durch Lohnarbeit wieder schauen, dass wir genug Kohle rankriegen. Weil Lohnarbeit lohnt sich wirklich, also hier gerade auf der NF Marsh Map ist da doch einiges an Kohle, was man da verdienen kann. Und hier seht ihr es jetzt, wir haben dann mal rumprobiert. Ich wollte eigentlich erst den großen mit Futterroboter, dann ja, war der aber zu groß. Dann habe ich mich dann hier für den kleinsten entschieden, erstmal für den kleinsten Kuhstall mit schöner Weide vorne dran, wenigstens ein kleines Stück Weide. Und ein Melkautomat haben wir hier wenigstens drin, also das läuft dann schon mal. Und wir können hier auch schön durchfahren und können Stroh und Heu und Futter und Haste nicht gesehen abladen. Leider habe ich dann erst zu spät gemerkt, dass Kühe nicht immer die totale Mischration brauchen, sondern sich auch mit Heu oder einfachem Gras zufrieden geben. Das heißt, wir werden erstmal auf die Fütterungsart umsteigen. Aber erstmal noch weitermachen auf dem Feld und gucken, dass wir hier Futter rankriegen überhaupt. Ab ins Zelt pennen.
Ach, warte mal. Erstmal will ich nochmal gucken. Gab es nochmal irgendwas im Markt, was wir gerne hätten, haben wollen? Nee. So. Jetzt ist Juni, jetzt ist Ernte angesagt, Leute. Jetzt wird richtig was gearbeitet. Wir nehmen unseren Massey Ferguson. Ideal 7 PL. So, und jetzt noch unser New Holland. Den will ich ja irgendwann mal verkaufen. Ich warte die ganze Zeit drauf. Ah, gut, erstmal brauchen wir Geld. Und dann warte ich die ganze Zeit drauf, dass der. Der kann aber nichts anhängen, ne? Ich glaube, der ist zu klein, oder? Ja, wir probieren es mal. Ich glaube nicht, dass der das kann. Doch, der kann auch. Ja, mega gut. So, machen wir hier Rundumleuchten an. Rundumleuchten sind wichtig. Die 5. 5, 5, 5, 5, 5. Hier, Feld 5. Ernten 12 Meter, glaube ich, haben wir, oder? Ernten 12 Meter. Kurs laden. Aktivieren. Läuft. So. Der Boy fängt an. Los geht das. Da, 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 da. So, und er hat Feld 6, ne? Ja. Ernten Feld 6. Wo haben wir es? Hier. Ernten 12 Meter. Kurs aus Fahrzeug löschen. Kurs laden. Aktivieren. Erster Wegpunkt, bitte. So. Wir brauchen einen Trecker. Ah, ich habe voll Bock auf LS22, Leute. Voll Bock. Die Frage ist jetzt bloß, was haben wir denn eigentlich im Angebot? Boah, jetzt wäre dieser Futterwagen im Angebot gewesen. Oh, Leute. Das kommt ja wie gerufen. So, und ich freue mich auch sehr, dass dieser Klaas hier ist, die Maus, dass dieses Teil im Angebot ist für 76.000. Den gönnen wir uns jetzt nämlich, weil es ist eine Ballenpresse. Und zwar gar eine große. Unsere geile pralle Presse ab. Guck mal. Farblich einwandfrei. Klaas Schlepper, Klaas Presse läuft richtig bei uns. Oder auch nicht. Deswegen halte ich jetzt ja fest. Nicht gut von dir. So, Leute. Guckt euch der Gerät an. Da haben wir sogar, da haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht jetzt, glaube ich. Da haben wir ein richtiges Schnäppchen gemacht. Mega gut. Jetzt taucht nur das nächste Problem auf. Wo lagern wir die Ballen? Da brauche ich doch die Mod. Warte, oder? Warte mal. Ich habe eine Idee. Wenn ich dem den Kurs... Feld 6, Ernten 12 Meter gibt, dann müsste der doch dieselben Wege fahren, ne? Mal gucken wir uns jetzt mal an, ob das funktioniert. Haja? Haja? Okay, wenn wir jetzt hier den Versatz ein bisschen reinpacken. Versatz vertikal, Versatz horizontal. Ah. Und jetzt lässt er halt noch ein bisschen was liegen. Aber wenn ich den jetzt hier... Ah ne, warte mal, ich muss ins Minus gehen. Ah ja? Perfekt! So, Leute. Da sehen wir jetzt nochmal ja, den Abschluss der Gerstenernte auf unseren Feldern. Insgesamt haben wir, vielleicht nochmal so zur Erklärung, auf 3 Feldern Gerste angepflanzt. Wir haben auf einem Feld momentan Raps angepflanzt, einfach zum Verkaufen. Die Gerste brauchen wir natürlich für unsere Hühner.
Und ja, insgesamt haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 5 oder 6 Felder, die wir aktuell bewirtschaften. Drei davon immer mit Gerste, damit die Hühner über Winter was zu fressen haben oder allgemein was zu fressen haben. Ein Feld, da wird immer ja, Raps oder Sojabohnen oder halt einfach irgendwas zum Verkaufen angepflanzt. Und auf dem letzten, was wir jetzt hier in der Folge gekauft haben, Feld Nummer 11, da pflanzen wir jetzt aktuell gerade Gras an, einfach für unsere Kühe. Produktionskette müssen wir einfach noch ein bisschen angehen, ne? Weil man kann ja hier auch schön gewisse Sachen machen, kann das dann produzieren selbst und kann dann die fertigen Produkte verkaufen, gibt natürlich richtig Asche, aber ja, bis dahin ist es noch ein Stückchen Weg und ein bisschen Spielzeit, alles in allem, ja, wie schon eingangs erwähnt, ich habe momentan richtig Spaß am Landwirtschaftssimulator und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge meint, was ihr dazu sagt, wie der Schnitt und so ist, bin ich echt sehr gespannt auf euer Feedback und ja, ansonsten soll es das gewesen sein für die nächste Folge. Die nächste Folge jetzt schon wieder ist schon wieder in Planung. Da werde ich euch auch dann wieder was Schönes zusammenschneiden. Wie oft die Folgen kommen, kann ich nicht sagen. Es ist sehr zeitaufwendig, so Folgen zu schneiden und so weiter. Deswegen dauert es immer ein bisschen, aber so als Zwischenprojekt, ne, hier auf dem Kanal finde ich es eigentlich ganz geil. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Landwirtschaftssimulator 22 wieder mit dabei seid. Dann kann ich euch zeigen, was wir bis dahin gemacht haben, wo wir stehen, was wir vielleicht Neues alles rangeholt haben und vor allen Dingen, was unsere Kühe machen. Ne? Das kommt auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.